Duisburger Polizei, Ordnungsamt, Hauptzollamt und Staatsanwaltschaft ermittelten gemeinsam gegen kriminelle Clanstrukturen und das Rotlichtmilieu. Am Samstag kontrollierten sie 15 Gewerbeobjekte im Norden und Süden. Unter anderem wurde ein Betäubungsmittelbunker mit Cannabis und Kokain gefunden. Zu verzeichnen sind 4 vorläufige Festnahmen und 9 Strafanzeigen wegen Drogenhandels und Verstößen gegen das Waffengesetz. Außerdem wurden Betäubungsmittel, Waffen und Autokennzeichen sichergestellt. Auch das Bürger- und Ordnungsamt leitet Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Betriebe werden geschlossen und versiegelt. Die Vorbereitungen für die Europawahl laufen auf Hochtouren mit 323 Urnen und 105 Briefwahllokalen. Das Wählerverzeichnis wurde am 28. April erstellt. Ab heute werden über 300.000 Wahlbenachrichtigungen versandt. Personen ohne Wahlbenachrichtigung können dennoch wählen, mit Personalausweis, Reisepass oder Identitätsausweis. Briefwahlunterlagen können schriftlich, persönlich oder elektronisch beantragt werden. Briefwahlanträge werden bis zum 7. Juni um 18 Uhr angenommen, bei plötzlicher Erkrankung bis zum Wahltag um 15 Uhr. Die Insolvenzverwaltung und das Filmforum bestätigen gegenüber der WAZ Veränderungen im Café Movies am Duisburger Dellplatz. Seit Dezember ist das Café unter Leitung der Insolvenzverwaltung. Nun bewirtet die Frau von Filmforum-Geschäftsführer Michael Beckmann die Gäste. Als Betreiberin des Cafés sei sie damit aber nicht bestätigt. Der Betreiberwechsel sei noch nicht final. Die Verhandlungen laufen noch im Hintergrund. Jedoch soll noch in dieser Woche die Nachfolge bekannt gegeben werden. Zwischen Filmforum und Café Movies gab es schon immer eine traditionelle Verbindung durch die Pächterinnen. Die Duisburger Stadtverwaltung ist am kommenden Freitag aufgrund des Brückentags nach Christi Himmelfahrt nur eingeschränkt erreichbar. Einzelne Dienststellen wie der Notruf der Feuerwehr sind ausgenommen und normal erreichbar. Zahlreiche Ämter und Behörden wie das Standesamt, Jugendamt und die Ausländerbehörde sind am Brückentag geschlossen. Die Zentralbibliothek und einige Museen haben jedoch geöffnet, ebenso wie die städtischen Bäder. Die Kontaktdaten der Dienststellen sind auf der Internetseite der Stadt Duisburg unter www.duisburg.de einsehbar. Die Deutsche Bahn plant umfangreiche Baumaßnahmen für den dreigleisigen Ausbau zwischen Emmerich und Oberhausen. Es wird unter anderem an Brücken, Oberleitungen und Schallschutzwänden entlang der 73 Kilometer langen Strecke gearbeitet. Die Deutsche Bahn baut größtenteils in fahrendem Betrieb, aber einige Bauarbeiten erfordern Streckensperrungen. In Oberhausen liegt der Fokus auf der Duisburger Straße, in Dienslaken an den Eisenbahnbrücken. Der Streckenabschnitt zwischen Oberhausen und Arnhem ist vom 14. Mai bis 14. Juni vollgesperrt. Die Gewerkschaft NGG Nordrhein meldet steigende Gästezahlen in Duisburg. Duisburg verzeichnete im vergangenen Jahr knapp unter 600.000 Übernachtungen, ein Anstieg um 10,7%. Der Fachkräftemangel sorge in der Branche jedoch für schlechteren Service. Die NGG warnt vor Überlastung der Mitarbeiter. Daher fordert die Gewerkschaft höhere Löhne in der Gastronomie und plant Verhandlungen für einen neuen Tarifvertrag mit der DEHOGA. Es müsse in den Nachwuchs investiert werden, um die hohe Abbrecherquote bei Ausbildungen in der Branche zu senken. Katharina Wehr gewinnt zum dritten Mal in Folge den Rhein-Ruhr-Marathon in Duisburg mit einer Zeit von knapp 3 Stunden. Berno Hildebrand aus Bonn siegt bei den Männern und widmet den Sieg seinem verstorbenen Trainer. Rund 6.000 Teilnehmende und 45.000 Zuschauende wurden im Sportpark Duisburg gezählt. Nach Einschätzung der Organisationsleitung wurde von der Terminverlegung profitiert, da der Lauf ursprünglich im Juni geplant war. Auch 2025 soll der 42. Marathon im Mai stattfinden. Am 5. Mai wurden die Preise der 70. Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen verliehen, darunter der Große Preis der Stadt Oberhausen. Der chinesische Film Spring 23 gewann den Hauptpreis. Weitere Auszeichnungen gingen nach Indien und Schweden. Insgesamt wurden 20 Preise im Gesamtwert von rund 43.000 Euro vergeben. Die Kurzfilmtage zeigten eine Vielfalt an preisgekrönten Filmen aus verschiedenen Ländern und Genres. Die Liste aller Preisträger und weitere Informationen
sind auf der Website der Kurzfilmtage verfügbar. Vom 10. bis 20. Juli findet die 25. Jubiläumsausgabe des Fantastivals in Dinslaken statt. Kai Magnus Sting eröffnet das Festival mit seinem neuen Kabarettprogramm. Am 11. Juli tritt der Jazz- und Soul-Sänger Gregory Porter auf. Am 12. Juli wird das Konzert von Emily Sandé nachgeholt, welches ihr einziges Deutschlandkonzert sein wird. Eine Premiere findet am 13. Juli im Burgtheater statt. Anstatt der Künstler auf der Bühne werden die Besucherinnen und Besucher zum Mitsingen gebeten. Organisiert von einer Kulturaktiengesellschaft wird das Festival von 90 Ehrenamtlichen im denkmalgeschützten Burgtheater unterstützt.